Die Orte im Niederungsgebiet der linksrheinischen Ruhr liegen am hochwassergeschützten Rand der flachen Talhänge. Dies ist das Großdorf Körrenzig, das auf eine 950-jährige Geschichte zurückblicken kann. Der wasserreiche Fluss aus dem Hohen Venn, der in Ruhrmond in die Maas mündet, nahm unterhalb von Jülich früher seinen Lauf durch eine breite, sumpfige Bruchlandschaft. In den Dörfern der Ruhrniederung war man wegen der ungünstigen landwirtschaftlichen Bedingungen häufig auf Nebenerwerb angewiesen. Zu den charakteristischen bäuerlichen Gewerben gehörten die Klumpenmacher, die Pappelholz aus den Flussauen zu Holzschuhen verarbeiteten, sowie die Korbflechter. Zwischen Jülich und Linnich gab es daneben zahlreiche Poppenmachereien, von denen sich die letzte hier in Körrenzig gehalten hat. Poppe ist der niederrheinische Ausdruck für Puppe. Er meint die Strohgebinde für die Dachdecker, die in der Fachsprache auch als Docken bezeichnet werden. Im engeren Umkreis, zum Beispiel in Ruhrdorf, Limbach, Tetz, Kofferen und Münz, lebten vor dem Krieg 40 bis 50 Familien von diesem strohverarbeitenden Gewerbe. Die größten Betriebe beschäftigten zeitweise bis zu 20 Personen. Daneben gab es zahlreiche Bauern, die nach dem Dreschen im Winter aus dem eigenen Vorrat Strohpoppen machten. Das Bedachungsmaterial ging in großen Mengen in die Voreifel, in den Kölner Raum und an den Niederrhein. Ist das bitte? Hast du das nachgemacht, das Tür? Nee, noch mit. Ja, dann machen wir früher. Ja. Ich kann das ja verjießen. Ja, ich trecke. Muss doch noch jetzt trecken. Ja, ich trecke jetzt. Anschließend. Zur Herstellung der Puppen wird langes, ungeknicktes Roggenstroh gebraucht. Ja, kann man jetzt so nach. Jetzt so strecken vom Heu. Die Strohbäusche, die man verarbeiten will, müssen einen Tag zuvor mit Wasser begossen werden, damit die trockenen Halme ihre Sprödigkeit verlieren. Früher bezog man das Roggenstroh hauptsächlich von den Bauernhöfen der Erkelenzer Börde. Damit man das Stroh unversehrt an die Dockenmacher verkaufen konnte, wurde das Korn mit dem Breitdrescher ausgedroschen. Seitdem man hier Mähdrescher verwendet, kommt das Stroh aus der Gegend von Osnabrück. Die Gebinde aus Strohhalmen erinnern an die Zeit, als die Hausdächer noch ganz mit Stroh eingedeckt wurden. Sie waren unentbehrlich, solange man die ältere Form der gebackenen Tonpfannen, die sogenannten rheinischen Hohlziegel, zur Dachbekleidung verwendete. Diese Pfannen, die an den Überlappungsrändern stark aufgewölbt sind, lassen Ritzen frei, durch die Wind und Schnee eindringen können. Zur Abdichtung brachte man hier die Strohpuppen an. Was für Stühle, wo haben wir das? Ja, nimm das, Hubert. Das ist zu Stoße trocken. Das ist zu durch. Wie viel Tür das hast du auf der Werk heute Morgen? Zwei. Je länger die Strohhalme, umso besser eignen sie sich für die Dockenmacherei.
Die landwirtschaftlichen Betriebe bei Osnabrück, mit denen seit 1960 jährlich Lieferverträge abgeschlossen werden, bauen noch Langhalmroggen an, der in guten Jahren 1,80 Meter erreicht. Vom aufgebundenen Strohbausch wird ein Ärvel oder ein Armvoll, das ist ein Viertel der Menge, zur Verarbeitung vorbereitet. Durch das Aufstucken auf den Boden werden die Stoppelenden der Bündel auf gleiche Höhe gebracht. Beim Durchziehen durch die Zähne des eisernen Rechs kann man die Wirrhalme auskämmen. Dann werden die kurzen, unbrauchbaren Strohhalme entfernt, die beim wiederholten Aufstoßen herausfallen. Zum Schluss kämmt man auch die Ährenenden aus. Der so vorbereitete Ärvel kann zum Arbeitsplatz gebracht werden, wo er in bestimmter Weise zurechtgelegt wird. Der Dockenmacher lässt die Halme über die im Sitzen ausgestreckten Beine bis auf die Schuhe hinabgleiten, sodass sie gleichgerichtet bereit liegen. Bei der Arbeit, die mit sicheren, immer gleichen Handgriffen ausgeübt wird, besprechen die Männer die Ereignisse im Dorf, wie das bevorstehende Fest zum 135-jährigen Jubiläum des Junggesellenvereins. Also das ist ein Jungfest. Ja, so ein Jungfest. Ja, ja, ein Jungzelt legen. Jungzelt? Ja, ja, ein Jungzelt. Wer ist jetzt gespannt? Ja, der Junggesellenverein ist so richtig auf Tour gekommen hier, ne? Ja, ja, ja. An der Wand sind Docken verschiedener Abmessungen aufgehängt. Sie werden in 19, 18, 17, für Firstziegel in 15 Zoll Länge hergestellt. Die Form wird bestimmt durch den fest abgebundenen, kinderfaustgroßen Kopf und durch das auseinandergespreizte Ende. Die erforderliche Strohmenge richtet sich nach der Dockengröße. Für jede der vier Sorten haben die Poppenmacher die richtige Fülle im Griff. Obwohl seit der Verwendung neuzeitlicher Falzziegel, die mit ihren Rändern ineinandergreifen und so dicht abschließen, kaum mehr Strohpuppen erforderlich sind, werden hier noch jährlich 2 Waggons Stroh verarbeitet. Die Erzeugnisse gehen hauptsächlich an die Dachdecker, die für die Denkmalpflege arbeiten. Im Denkmaljahr 1978 war sogar eine gesteigerte Nachfrage zu verzeichnen. Die Poppen werden nach Stückzahl verkauft. An einem Arbeitstag können 900 bis 1000 hergestellt werden. Hierzu sind 2 Zentner Stroh erforderlich, die 24 Garben ausmachen. Für ein mit rheinischen Hohlziegeln gedecktes Hausdach braucht man je nach Größe 4000 bis 6000 Poppen. Sie müssen nach etwa 50 Jahren erneuert werden, da sie mit der Zeit verrotten. Als 1939, als der Zentner Langstroh um 4 Mark kostete, erzielte man 1 bis 2 Pfennige für die Docken. Bei einem Strohpreis von 100 Mark sind sie heute mehrfach teurer geworden. Vor dem Krieg gab es Poppenmacher, die im Winter in die Erkelenzer Börde zogen, um auf den Bauernhöfen gegen geringen Arbeitslohn das ausgedroschene Stroh zu verarbeiten.
Für den Viehstall blieben oft nur die Abfälle übrig. Die Poppenmacher erlernten früher ihre Fertigkeit als Kinder, wenn sie den Eltern nach der Schule helfen mussten. Die mit beiden Händen vom Ärmel auf den Beinen abgerafften Halme werden gleichgestoßen und in der Mitte geknickt, so dass das Stoppelende und das Ährenende beieinander liegen. Zum Abbinden nimmt man drei Halme nach der Erfahrungsregel, wenn einer reißt, bleiben zwei übrig. Die aufgegriffenen Strohhalme, die eine Docke ergeben, werden als Ärwelchen bezeichnet. Das Band, mit dem der Poppenmacher das Bündelchen dicht unterhalb des Knickes zweimal stramm umwickelt, wird durch Rundschleudern festgedreht, zwischen den beiden Hälften des Gebindes durchgesteckt und dann straff gezogen. Alle Docken müssen gleich dick sein, also gleich viel Strohhalm enthalten, weil sich sonst zwischen den Dachpfannen unterschiedliche Fugen bilden würden. Beim Umknicken wird das Bündel um den Daumen der linken Hand herumgelegt, sodass auch die Dockenköpfe gleichmäßig geraten. Die Enden der Bindehalme werden mit dem übrigen Stroh gleichgestrichen. Dann kann die roh fertiggestellte Docke zum Haufen vor der Wand geworfen werden. Ah, Robert, mit der Nasschnuppe. Ja. Früher das Stück. Und der hat mal so einen jungen Schnaps trinkt. Ah, ja, genau. Der Dreck, dass der Dreck fort geht. Der Hausaufstöber, oder? Jo, genau. Ja. In den Jahren, als die Docken noch in großen Mengen gebraucht wurden, hat man versucht, die Handarbeit durch den Einsatz von Drahtbindemaschinen abzulösen. Dabei stellte sich jedoch bald heraus, dass die Haltbarkeit der Gebinde durch das rostende Metall stark beeinträchtigt wurde. Wenn der Kopf auseinandergeht, der zwischen Dachlatte und Dachpfanne eingeklemmt wird, verlieren die Strohpuppen ihren Halt, so dass sie ihre Funktion als Dachabdichtung nicht mehr erfüllen können. Wenn der Haufen mit den Rohdocken anwächst, wird er zusammengedrückt, damit die Bündelchen bequemer abgelegt werden können. Der Helfer, der hier einspringt, wenn dringende Aufträge zu erfüllen sind, hat Melker gelernt und wurde später Maurer. Im Winter half er vielfach bei der Poppenmacherei aus, so dass ihm die Arbeit ebenso gut von der Hand geht. Noch nach dem Krieg gab es in Körnzig vier solcher Strohwerkstätten. In dieser hier, die seit 1924 besteht, arbeiteten in den besten Jahren 4 bis 5 Mann, ohne die Familienangehörigen. Früher wurden in der Hauptsache Grossisten für Dachmaterial beliefert, die die Verteilung an die Dachdecker besorgten. Die halbfertigen Docken, die sich auf dem Haufen angesammelt haben, sind das Ergebnis eines Arbeitstages. Auf dem Verschlag an der Wand ist in großen, zusammengeschnürten Ballen die verkaufsfertige Ware bereitgelegt. Jeder Ballen enthält genau 300 Docken, die als Handelsnorm gelten. Um als Poppenmacher den Lebensunterhalt bestreiten zu können, müssen früher wie heute 3 bis 4 solche Großgebinde täglich hergestellt werden. Dies erfordert mehr als 8 Stunden Arbeit. Was machst du am Sonntag, Robert?
Ja, was mache ich am Sonntag? Das weiß ich doch nicht. Der Spaziergang, wa? Ja, ja. Als das Gewerbe um 1900 mit Aufträgen noch voll ausgelastet war, wurden viele hundert Dockenballen in alle Teile des Rheinlandes geliefert. Damals ging fast der gesamte Ertrag an Roggenstroh aus dem Erkelenzer Land in die Poppenmachereien an der Ruhr. Die Rohpuppen mit ihren ungleich langen Schwänzen müssen im anschließenden Arbeitsgang nach einheitlichem Maß beschnitten werden. Dabei kommt es auch darauf an, die vorstehenden Ährenenden zu kappen. Da ausgedroschene Ähren bald Feuchtigkeit anziehen und Fäulnisherde bilden können, müssen sie sorgfältig entfernt werden. Um die Docken nicht einzeln beschneiden zu müssen, packt man sie zu kleinen Bündeln zusammen. Dabei werden sie sorgfältig mit Köpfen und Enden aneinandergelegt. Damit sie sich nicht verschieben können, werden sie zwischen den Füßen festgehalten. Auf ein Bündel kommen abgezählte 25 Puppen. Beim Binden mit den von den Strohgarben abgelösten Seilen presst man sie zwischen den Beinen zusammen. Bevor die Dockenbündelchen, die hier Böttchen heißen, beiseite gelegt werden, stößt man sie mit den Kopfenden gleich. Kurzstrohroggen, der neuerdings sehr beliebt wurde, weil man in der Landwirtschaft nicht mehr auf große Stroherträge angewiesen ist, lässt sich in der Poppenmacherwerkstatt nicht gebrauchen. Mit 1,20 Meter erreicht er nicht die Länge, die zur Herstellung von Dachabdichtungen erforderlich ist. Sollten die Strohlieferanten im Osnabrücker Land einmal auf die Neuzüchtungen umschwenken, wird es für die letzte Poppenmacherei kein Rohmaterial mehr geben. Dies kann auch geschehen, wenn man sich bei der Ernte statt des Mähbinders, der die Halme unbeschädigt lässt, des Mähdreschers bedient. Inzwischen ist an der anderen Seite der Werkstatt die Schneidlade in Betrieb genommen worden. Das wie ein Brotschneider konstruierte Gerät steht am Boden, weil beim Kappen der Dockenbündel trotz des haarscharfen Messers die ganze Körperkraft erforderlich ist. Die am langen Hebelarm bewegte Klinge zeigt erst Schneidewirkung, wenn die Halme fest zusammengepresst sind. Die Rückwand der Lade kann verstellt werden, wenn andere in ihrer Länge unterschiedliche Sorten von Puppen zu beschneiden sind. In der Poppenmacherei rechnet man mit Strohabfällen von 20%. Früher war es die Regel, dass die Strohreste von den Bauern als Stallstreu zurückgenommen wurden. Vor dem letzten Krieg verkauften die Poppenmacher den Abfall, der hierzu gepresst werden musste, nach Düren an die Papierfabriken. Vor 10 Jahren hat man sich hier mit der Herstellung von Kranzrundlingen eine neue Verwendung erschlossen. Der Helfer, der in der Zwischenzeit sämtliche Rohdocken zu Böttchen zusammengebunden hat, fegt mit einem solchen Bündel den Boden der Werkstatt sauber.
Dann holt er die Poppenpresse heran, mit deren Hilfe nun die großen Ballen geschnürt werden müssen. Hierfür benötigt man Bindedraht, der am Fuß zurechtgelegt wird. In den rechteckigen Pressrahmen legt man die zurechtgeschnittenen Böttchen in mehreren Lagen übereinander. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kopfenden gleich weit vorstehen und eine ebenmäßige Fläche bilden. Die 12 zurechtgelegten Dockenbündel mit jeweils 25 Stück ergeben die übliche Handelsnorm. Die Sorgfalt, mit der die Strohpuppen ausgerichtet werden, gilt nicht etwa nur dem Auge. Sie soll vor allem den Balleninhalt vor Schaden bewahren. Vorstehende Köpfe können beim Transport leicht beschädigt werden. Wenn der Ballen auf die Hälfte seines Umfangs zusammengedrückt ist, kann er zunächst vorne mit dem bereitgelegten Bindedraht umschnürt werden. Herausragende Halme werden säuberlich weggeschnitten. An den hochgespreizten Dockenschwänzen, die ebenfalls gebunden werden, erkennt man die Wirkung der Presse. Wenn die Sperre gelöst ist, schnellt die Zahnstange nach oben. Der fertig geschnürte Ballen, der gut 30 Pfund wiegt, wird zum Schluss an seiner Schwanzseite gestaucht, damit auch hier eine ebenmäßige Fläche entsteht. Die Dachabdichtungen aus Stroh, die mit viel Sorgfalt hergestellt werden, führen sicherlich auch darum den Namen Puppe, weil sie mit ihrem kopfartigen Knoten und dem anhängenden Unterteil an die Kleinform eines menschlichen Körpers erinnert. Die Strohpuppen wurden früher aber auch den Kindern zum Spielen gegeben. Dazu band man die Docken in der Mitte, spreizte oben die beiden Arme ab und vereinigte die Halme unten zu zwei Beinen. Wenn man das Ganze dann noch mit bunten Bändern verzierte oder mit Stoffresten bekleidete, hatte man ein beliebtes Kinderspielzeug. Spielpuppen dieser Art gab es nicht nur in den Orten, in denen die Poppenmacher ihr Gewerbe betrieben. Von den Poppenmachern an der Ruhr wurden als spezielle Werkzeuge aus vorgegebenen technischen Formen die Schneidlade und die Presse entwickelt.
Trotz der einfachen Konstruktion erfüllen sie ihren Zweck. Die Geräte, die hier noch gebraucht werden, sind die letzten, die bewahrt blieben. Die Kranzmaschine ist die einzige Neuerung in der Werkstatt. Mit ihrer Hilfe kann das heute sonst kaum noch verwertbare Kurzstroh genutzt werden. Die Maschine, die mit elektrischem Antrieb arbeitet, presst die Strohabfälle zusammen und umwickelt sie mit Draht, sodass der entstehende Strang zum Rundling gebogen werden kann. Die Strohkerne gehen zur Herstellung von Grabkränzen an die Gärtnereien und Blumenbindereien im näheren Umkreis. Am Abend, wenn das Abfallstroh verarbeitet ist, sind auch die letzten Pressballen fertig, sodass die Werkstatt geräumt werden kann. Die 6 Großgebinde mit insgesamt 1800 Poppen kommen zum bereitliegenden Vorrat. Die Ballen sollen in den nächsten Tagen von Händlern aus Duisburg, Mönchengladbach und Köln abgeholt werden. Dass die Poppenmacherwerkstatt noch arbeitet, gehört möglicherweise auch zu den Auswirkungen des Denkmaljahres 1978. Es mag wieder Bauherren geben, die für die Dachbekleidung auf die traditionellen rheinischen Hohlziegel mit den Strohpoppen zurückgegriffen haben.